Ja, der Intel AI Summit steht unter dem Motto Bringing AI Everywhere. Was wir darunter verstehen, ist, dass wir die richtigen Hardware- und Softwarelösungen für verschiedene Anforderungen im AI-Bereich vorstellen. Das ist, sind also, um zwei Extreme zu nennen, auf der einen Seite die Trainingsanwendung, wenn man Deep Learning Networks trainieren muss, braucht man sehr viel Leistung. Da haben wir zum Beispiel die Gaudi-Architektur. Auf der anderen Seite sieht man immer mehr Workloads, die dann wirklich auf Personal Devices, wie zum Beispiel PCs, ablaufen sollen. Und da haben wir erst vor kurzem unsere Intel Core Ultra Prozessoren vorgestellt, die AI-Workloads besonders unterstützen. Ja, im Moment haben wir Intel Gaudi 2 auf dem Markt schon seit einiger Zeit, ist sehr konkurrenzfähig, wenn es gerade um Preis-Performance geht, um große neuronale Netzwerke wie zum Beispiel Large Language Modelle zu trainieren. Was wir vor kurzem vorgestellt haben auf der Intel Vision, ist der Nachfolger Intel Gaudi 3. Und da haben wir verschiedene Verbesserungen vorgenommen, unter anderem eine Verdreifachung der Tensor Cores in diesem Produkt, was natürlich dann zu mehr Leistung auf der Trainings- und auch auf der Inferencing-Seite. Es gibt da sehr demanding Power, demanding Inference-Workloads. Und für diese Workloads ist dieses neue Produkt, das wir da angekündigt haben, noch nicht auf dem Markt, aber angekündigt haben, eben gedacht.